Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und es ist nachts im Kokiri-Wald. Wir haben letztes Mal endlich diesen vermaledeiten Wassertempel abgeschlossen. Auch wenn die Zoras nicht wieder aufgetaucht sind, aber es hat sich gelohnt. Wir haben den Enterhaken und ja, jetzt stehen wir so ein bisschen erstmal wieder vor dem Rätsel. Wo gehen wir eigentlich hin? Also der Wald blinkt immer noch. So, hier, guckt mich an. Bei mir gibt's was. Mir fällt aber gerade nicht ein, was. Deswegen würde ich, bevor wir in den Westen gehen, ins Gerudo-Tal, nochmal in Kakariko vorbeischauen. Denn ich weiß noch, was es da gibt. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, nicht wahr? Das Auge der Wahrheit. Und das will ich haben. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, müsste der nächste Dungeon, der nächste Tempel, dafür brauchen wir das. Der müsste so sein, dass wir da ohne den Gegenstand nicht weiterkommen. Also, man käme, glaube ich, schon weiter. Für Pros, die diesen Tempel komplett auswendig kennen, ist das, glaube ich, kein Hindernis. Aber, nein. Ich würde mich jetzt eben nicht als solcher bezeichnen. Ich brauche das Auge der Wahrheit. Außerdem, für Leute, die das Spiel nicht kennen, ist es doch ganz nett, wenn ihr seht, wie man das hinkriegt. Nicht wahr? So, warum laufe ich? Epona. Nein, das war der Wald. Also Saria-Song. Saria? Bah. Wie ging das Pferdchen nochmal? Das ist richtig, genau. Dam-da-di. Dü-lü. Hallo, Epona. Wo auch immer wir dich haben stehen lassen. Ich glaube, vorm Zora-Fluss. Nur noch 11 Pfeile. Das sollte ich mal ein bisschen auffrischen. Ah, nicht gegen das Schild. So. Hier oben waren noch irgendwo so ein paar Grasbüschel. Einfach mal kurz durchreiten. Lalala. Hallo? Ah, da. Sehr gut. Ja, okay. Waren jetzt keine Pfeile. Egal. Kriegen wir schon wieder. Früher oder später. So, da wären wir. Tag haben wir auch. Und ehe wir oben sind, läuft auch die Musik wieder. Und dann ist alles schön. Wollte jetzt nicht nachts nach Kakariko. Okay, warten wir noch ein bisschen. Das sollte reichen. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Kakariko steht in Flammen. Die Schießbude. Oder nee, Moment, ist das das Cthulhu-Haus? Die haben's abgefackelt. Holy shit. Oh, shit. Was ist hier passiert? Zurück, Marco. Oh. Das heißt nichts Gutes. Was kommt aus der Tiefe? Oh nein! Ja, Freunde, genau deswegen. Das Teil ist unsichtbar! Und schmeißt einfach Sheik erstmal weg. Shit! Geht's dir gut? Erstmal voll auf die Hand gelatscht. Oh. Das, Freunde, war eins der gruseligsten und Gänsehaut- und Albträume-erregendsten Momente meiner Kindheit. Vor allem noch dieser Schrei dazu von Link. Oh, da hatte ich immer Angst vor. Aber keine Sorge, es wird noch schlimmer. Aber dazu müsst ihr einfach nur weiter einschalten, nicht wahr? Sieht aus, als würdest du es überstehen. Ja, und selber, was mit dir? Geht's dir gut? Marco, etwas Schreckliches ist passiert. Gott sei Dank hat der Regen die Feuer gelöscht. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker,
sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Shit! Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Okay. Ich frag mich, wer die nächste Weise ist. Marco, Impa ist eine der... Oh. So früh hätte ich jetzt mit der Aufklärung dieser Frage nicht gerechnet. Aber okay. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Oh. Höre nun die Nocturnen des Schattens. Oh, mysteriös. Und genauso spooky klingt sie auch. Also, bam, 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 bam. Spooky, spooky. Aber mit einer schönen Auflösung am Ende. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Nocturne, Nocturne, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Marco. Nur keinen Druck aufbauen. Natürlich ihr Ninja-Move. Sein Ninja-Move? Was bist du überhaupt? Also einen anständigen Hintern hat es schon mal. Wer hat da nicht hingeguckt? Also, entschuldigt mal, ja. So, okay. Regnet in Kakariko. Ach du meine Güte. Gucken wir uns erstmal den Brunnen an. Aber die Leute watschen hier jetzt wieder normal rum, als wäre nichts passiert. Oh, 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 warte mal. Hey, du da. Du bist neu. Warst du das schon immer? Die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist er ausgetrocknet. Warte mal. Ui, okay. Nee, hier, nee, genau, so war das nicht. Ja, ja, doch, ich weiß wieder. Ich weiß Bescheid. Okay, wir könnten jetzt natürlich erstmal die Nocturne spielen und uns zum Schattentempel teleportieren. Aber ich will mich erstmal umhorchen. Geht's euch allen gut? Habt ihr die Feuer überlebt? Mein Bruder muss sehr einsam gewesen sein. Jo. Habt ihr überhaupt nicht mitbekommen, was hier gerade abging? Oh, warte mal, da fällt mir ein. Also erstmal, wenn hier jetzt eh gerade alles wieder normal ist, außer das Wetter. Warte mal, was sagst du? Es ist lange her, da gab es hier einen Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Ja, aber heutzutage, bla, sein Haus stand da, wo der Brunnen jetzt ist. Okay, kennen wir, ja. Erstmal gehen wir ins Haus der Skulpturas. Yep. Dachte ich mir. Sagst du mir, wie viel du brauchst? Danke, dass du meine Kinder befreit hast. Was mit mir ist? Oh, das ist schon in Ordnung. Du hast jetzt bereits 62 Skulpturas zerstört. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Er erzählt uns nicht, wie viel er tatsächlich haben will. Dann machen wir einfach munter weiter. Und gucken bei 70 nochmal wieder her. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ach ja. Und zwar... Da ist ja so ein Typi auf dem Dach. Der da. Der halt immer erzählt, so von wegen, ja, hier kann man die Sterne gut angucken und auf dem Todesberg ist irgendwie was los. Den wollen wir mal besuchen. Denn wir haben ja jetzt den... Oh, warst du auch schon immer hier oben? Ich glaube ja. Schau her, ich bin ganz oben. Ich mag es gar nicht, wenn jemand höher hinaus will. Ich muss immer ganz oben sein. Kumpel. Da gibt es noch einen Punkt, der höher ist. Und da gibt es einen Berg, der sehr viel höher ist.
Du hast ja nicht den richtigen Punkt ausgesucht. So, wir können nämlich mit dem Enterhaken jetzt darauf. Hallo. Hey, schön dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Yes! Ein Herzteil, du hast 4 Teile gesammelt. Oh, wirklich, warst du schon das 4. Nice. Mit den... Ach nee, hast du. Mau. Denn das ist das 1. echt, oder? Ne? Mal nachgucken. Ja, das ist das 1. Okay. Naja, gut. Aber nächstes Herzteil eingesteckt. Was sagst du uns noch? Hallo? Hallo? Reden? Red. Jetzt redet er gar nicht mehr mit. Doch. Für einen guten Überblick drückst du einfach C oben. Und schaust mit dem Stick umher. Naja, gut. Die Lektion haben wir schon längst begriffen. Okay, dann wird es Zeit, da hier in Kakariko eh alles wieder seinen normalen Gang geht. Bis aufs Wetter. Wie war denn das jetzt? Nein. Nein. Warte, ich krieg's hin. Yes! Zum Friedhof. Ja, auch wenn er nicht weit weg ist, aber der Bereich, wo wir jetzt hinkommen, ist sonst nicht irgendwie durch andere Wege zugänglich. Nur mit dem Song. Genau, wir stehen nämlich über dem Königsgrab. Und so kommen wir auch wieder zurück, können hier über den Zaun klettern. Aber sonst kommt man da nicht hin. Und du bist sowieso voll nervig. Lalala, wie spät haben wir es eigentlich? Oh, so früh. Na gut. So viele Fackeln. Irgendein komisches Feueremblem auf dem Sockel. Das sieht hier aus wie irgendeine rituelle, weiß nicht, Opfergabe, bla, Gedöns. Und hier irgendwas lesen? Nö. Aber dieses Auge mit dem Tropfen darunter. Das Symbol der Shika. Was will es uns sagen? Zünden wir doch erstmal die Fackeln an. Und zwar mit einem Trick, den wir schon kennen. Nö, Feuerpfeile haben wir zwar neu gefunden noch beim letzten Mal, aber die reichen hier bei weitem nicht aus. Auch wir haben eh nur 11 und ich glaube, es stehen hier mehr als 11 Fackeln, aber wir können ja einmal rundrum ein bisschen Rambazamba machen. Flame. Und schon geht die Türe auf. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht dann geht. Okay, nichts weiter passiert hier noch, also gehen wir mal rein in den Schattentempel. Freunde, schon sind wir im nächsten Tempel. Das ging schneller als erwartet, aber uns fehlen noch Gegenstände. Oh Gott, und hier ist auch gleich wieder so eine gruselige, sowohl Frauen- als auch Männerstimme zu hören. Angenehme Musik hört sich anders an. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Okay. Ja, denn kommen wir hier wohl nicht weiter. Also wieder umkehren. Wieder raus. Und das Auge der Wahrheit suchen. Moment. Diese komische Fratze, diese Mauer hat gerade gesagt, die Augen der Wahrheit. Gibt es mehrere? Oh, wieder blauer Himmel. Oder täuscht das nur? Ja, natürlich. Also, Freunde. Nee, den Geist will ich da jetzt nicht aufgeben. Hier unten war keiner, ne? Ja, sehr schön. Dann müssen wir uns erstmal darum kümmern, wo wir das Auge der Wahrheit herkriegen. Natürlich ist das in Kakariko, klar. Dieser alte Tattergeist da hinten hat uns ja gesagt, der Typ, der das mal besessen hat, hat da gewohnt, wo heute der Brunnen steht. Also, könnte man mal überlegen, in der Vergangenheit nachzugucken?
Wie kommen wir jetzt also wieder zurück, Freunde? Natürlich! Wenn mir der Song einfallen würde. Warte. Nein, sowas nicht. Nein, der ist zu hoch. Das ist es. Die Hymne der Zeit. Wir gehen einfach mal zur Zitadelle, würde ich vorschlagen. Und das funktioniert nicht. Warte mal, haben wir... Nein, wir haben es noch gar nicht, oder? Warte. Oh, das ist jetzt nicht in Reihenfolge. Das ist interessant. Ich dachte, das wäre das Nächste. Nocturne des Schattens. Verdammt, wir haben noch nicht... Hier, von... Meh. Des Lichts war das, genau. Wir haben noch nicht die Hymne des Lichts oder wie auch immer das Stück heißt. Zu doof. Damit hätten wir uns nämlich direkt zum... zur Zitadelle der Zeit teleportieren können. Naja, gut. Dann halt noch auf umständlichen Wege. Höp, aufsatteln. Beziehungsweise aufsitzen. Gesattelt bist du ja schon. Und höp. Wir wollen einmal zur Zitadelle, auch wenn es nicht weit war, aber geht halt immer schneller mit Pferdchen. Oh nein, jetzt stehen ja hier wieder die ganzen Zombies rum. Und schreien mich an. Ich hab euch nichts getan. Weg. Ich bin gar nicht da. Ja, nee. Tschüss. So. Einmal wieder zurück. So, genau. Hier hätten wir uns hin teleportieren können, aber wir haben das halt noch nicht. Wann kriegt man das? Freunde. Oh, jetzt kriegen wir es. Ha, Frage beantwortet. Da bist du ja wieder, Sheik. Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Erweckt? Okay. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Oh, hätten wir das schon nach dem Waldtempel machen sollen? Upsi! Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, haben wir. In die Tiefen des Wassers, haben wir. Und sogar durch die Zeit. Das haben wir jetzt vor! Willst du in die Zeit, aus der du kommst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Einmal wieder ein Kind sein. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Alles klar. Na dann, lass mal hören. Ach ja, das war's. Oh, wie schön. Und bam, dam, dam, bam, bam. Ja. Schön funkelnd wie Lichtstrahlen. Aber irgendwie ein mysteriöses, düsteres Ende, nicht wahr? Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Yes, jetzt haben wir endlich den Song, den ich gerade noch versucht habe zu spielen. Also, eigentlich gesucht habe. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Marco, wir sehen uns wieder. Ninja Move. Ui. Der war jetzt besonders grell. Okay. Nochmal schnell gucken. Ja, da. Okay. Fehlt nur noch ein Song. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den kriegen. Ja, da haben wir erstmal noch eine Weile zu tun. Aber mit den 2 neuen Liedern kommen wir auf jeden Fall schon mal sehr viel weiter.
und wir legen das Schwert noch ab. Hokus pokus fidibus! Yeah! Wieder kindlich! Und wir können wieder die ganzen Kindersachen benutzen. Aber keinen Bogen, keinen Enterhaken, keinen Hammer mehr. Alles klar. Wir kommen trotzdem zurecht. Ja, kann eigentlich... Warte mal, den hätte ich gerne da. Und den Boomerang. Ja, ist okay. Nehmen wir. So. Ach! Als Kind ist im Wald nichts mehr los. Das heißt, wir haben irgendwas als Erwachsener da zu tun. Interessant. Okay. Okay, okay, warte mal. Dann können wir uns doch eigentlich... Dann können wir uns doch eigentlich auch... teleportieren, oder? Klappt das von hier aus schon? Warte mal, nee. Ja, so war's. Klappt das? Ja, das klappt. Nice. Zum Friedhof. Nehmen wir schnell einen Kakariko. Und nein, ich will nicht in den Schatten... Oh, kommen wir hier hoch. Ja, Gott sei Dank. Da wären wir eh nicht weitergekommen, weil wir den Enterhaken nicht benutzen können als Kind. Aber... Na, ach. Mensch, du Kind! Warum springst du auf Zäune? Aber in Kakariko. Ja, ich weiß, auch in der Vergangenheit steht an der Stelle, wo der Typ mit dem Auge der Wahrheit gewohnt hat, der Brunnen. Aber der ist ja hier noch nicht ausgetrunken. Da ist ja noch Wasser drin. Und wir wissen, die Mühle, die pumpt das Wasser da nach oben. Und von dem Typen hier in der Mühle haben wir mal einen Song gelernt. In der Zukunft. Und er hat sich darüber aufgeregt, so, ach, verflixte. Ne, und so, vor 7 Jahren, dieser Knilch mit seiner Ocarina, was für ein Teufelsbraten. Ja, das machen wir jetzt. Ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Just, hey, das macht Riesenspaß. Ich liebe Musik, ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder dem Wind erzählt. Haben wir schon. Wie war denn das? Nee, das war die Hymne der Sonne. Ja, da ist es. Nochmal neu. So. Yeah! Die Hymne des Sturms. Oh Gott! Und jetzt setzen wir dem ganzen Treiben. Ja. Ich hab keine Ahnung. Jetzt geht's rund hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, die Mühle läuft viel zu schnell. Und? Simsalabim. Wasser abgepumpt. Und jetzt ist er nicht mehr so glücklich. Das ist eine sehr schöne Melodie. Huh, jetzt geht es aber doch zu schnell. Ja. Oh, oh, oh. Wait. Hier. Da bin ich raus. Meine Ausfahrt. So. Und jetzt, da das Wasser abgelassen ist, kommen wir da auch runter. Und... Ja, sehr gut. Am besten nicht runterspringen. So, unten angekommen. Oh, und es ist keine Mauer hier. Wir kommen also in den Brunnen hinein. Freunde, und das ist was fürs nächste Mal. Und ich kündige schon mal an, krallt euch eure Stofftiere und Kuscheldecken, alles was euch irgendwie Schutz und Halt bietet, denn es wird creepy, gruselig. Der Stoff für Kinderalbträume beim nächsten Mal auf dem Grund des Brunnens. Im Brunnen. Ja, einfach im Brunnen. Freunde, bleibt weiterhin am Ball und steht das mit mir durch. Gemeinsam sind wir stark und schaffen das.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Cheerio.